Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer unserer nächsten Ausgabe unseres Casablanca Video Channels, in dem wir euch heute unsere neuen Listen etwas näher präsentieren. Das heißt, um was geht's genau? Wir haben die Listen, die man im täglichen Gebrauch im Hotelbetrieb verwendet, das heißt Anreiseliste, Abreiseliste und so weiter, neu entwickelt. Kurzen Überblick, was ist neu? Die ganze Übersichtlichkeit haben wir überarbeitet, das heißt, die Listen sind auch am Bildschirm jetzt genau schön übersichtlich dargestellt. Was ist noch neu? Das heißt, sie sind vor allem dynamisch, was sehr interessant ist, das werden wir uns dann im Detail ansehen. Dynamisch heißt, jeder kann seine Listen, sei es jetzt eine Anreiseliste oder eine Abreiseliste oder Tagesgästeliste, wirklich individuell zusammenstellen. Das heißt, welche Informationen sollen die Listen beinhalten? Es gibt dann auch die Möglichkeit, Anreiselisten für verschiedene Abteilungen im Hotel zu erstellen, eine Anreiseliste für die Rezeption, eine für das Housekeeping und so weiter. Und sämtliche Einstellungen kann man dann als Profil abspeichern. Das heißt, die Möglichkeiten sind hier sehr umfangreich, da sich hier dann innerhalb der Listen wieder eigene Profile entwickeln und man hat somit unzählige Listen zur Verfügung und die dann aber wirklich auch maßgeschneidert auf das Hotel angepasst. Ja. Genau so ist es. Und zwar hat man nicht nur die Individualität somit dann geschaffen, quasi mit diesen Profilen, sondern hat dann auch natürlich weitere Funktionen auch noch ergänzt, wie zum Beispiel den Listen-Autodruck, beziehungsweise jetzt auch neu mit dabei, das Listen-Auto-Mail. Das heißt, ihr hättet auch die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel die Tagesgästeliste, welche ich mir mit einem Profil zum Beispiel für die Rezeption abgespeichert habe, sprich, da habe ich zum Beispiel meine Rezeptionsbemerkung mit dabei. Diese Liste könnt ihr zum Beispiel direkt an die Rezeption täglich per E-Mail senden lassen. Selbe Liste, allerdings mit einer anderen Bemerkung zum Beispiel mit drauf, brauche ich für die Zimmermätrin, welche dann die Zimmerbemerkung zum Beispiel mit drauf benötigen, kann ich mal als eigenes Profil abspeichern und kann diese ebenfalls dann zum Beispiel für die Zimmermätrin dann an eine gewisse E-Mail-Adresse etc. dann auch senden lassen. In weiterer Folge hat man, wie der Rupert schon richtig gesagt hat, einfach auch die Möglichkeit, gewisse Spalten, Zeilen einfach genauso in ein Profil abzuspeichern, wie diese dann auch benötigt. Wir haben alle Informationen eigentlich vom Gast jetzt, also wir haben die Möglichkeit, alle Informationen des Gastes irgendwie auf die Liste mit drauf zu bringen, beziehungsweise auch alle Informationen, welche irgendwo bei der Reservierung hinterlegt, beziehungsweise gespeichert sind, können wir auf die Listen im Endeffekt dann drauf tun. Ja. Also in diesem Bereich sind wir jetzt einfach im Vergleich zu den bisherigen Listen sehr, sehr flexibel. Also für den Kunden wird da eine Flexibilität zur Verfügung gestellt, die es bisher noch nicht gegeben hat. Weil es waren immer wieder Wünsche da, was das Hotel braucht, natürlich auf der Anreiseliste diese Informationen, das andere Hotel braucht wieder andere Informationen. Und somit kann man eigentlich wirklich jetzt für jeden Betrieb das maßgeschneidert anfertigen. Der Hotelier kann das auch relativ einfach selbst machen, kann sich neue Profile anlegen. Mhm. Und wie schon gesagt, natürlich das Ganze automatisch per E-Mail zu verschicken, sei es jetzt, man hat irgendwelche externe Reinigungsfirmen im Betrieb, wo die Listen dann für die Reinigung benötigen würden, die würden sie dann einfach jeden Tag automatisch gesendet bekommen. Genau. In weiterer Folge, was man natürlich auch noch geschaut hat, oft will man eigentlich einfach viele Informationen auf einem Blattl Papier dann im Endeffekt dann auch haben. Da war einfach früher, sage ich jetzt einmal, einfach diese Möglichkeit nicht gegeben, dass man sagen hat können, auf schnellen dynamischen Weg, wenn die Liste einfach eine gewisse Größe erreicht hat, dass sie automatisch in das Querformat zum Beispiel gedruckt wird. Das machen jetzt diese neuen Listen alles automatisch, das heißt, je mehr Spalten, dass sie zum Beispiel noch auf diese Liste, je mehr Spalten, dass ich auf dieser Liste dann mit drauf habe, desto, also wenn die Informationen dann nicht mehr auf ein Hochformat zum Beispiel dann reichen, auf einem Blatt Papier, dann wird das einfach in das Querformat automatisch dann umgestellt. Genau. Ja, ich hatte jetzt wieder vorgeschlagen, wir schauen uns das Ganze im Detail an, wie es dann in der Praxis ausschaut und bauen uns da mal eine Liste zusammen. Genau, verändern wir mal eine Liste, beziehungsweise speichern wir uns mal ein komplett neues Profil, damit man mal sieht, wie man das Ganze verwenden kann. Genau. Gut, also die neuen Listen rufen wir jetzt ganz normal über unsere Listenfunktion im Hauptmenü auf, also unter Listen, und da gehen wir jetzt gleich mal auf die Tagesgästeliste und schauen uns die mal an, wie die ausschaut. Genau. Und wenn wir schon gesagt haben, haben wir einfach da diese Listen komplett überarbeitet. Das heißt, ihr habt da auch die Möglichkeit, dass ihr die zum Beispiel einmal ins Vollbild zum Beispiel schaltet, einfach zu einer größeren Übersicht dann auch zu haben. Links haben wir ganz normal dann den Zeitraum, den wir definieren können für unser Profil. Ich lade jetzt einfach mal die Tagesgästeliste wirklich einmal für den heutigen Tag, damit wir dann auch die Veränderungen einmal dann sehen.
Also wir haben jetzt da im linken Bereich zum Beispiel diese Optionen Zimmergäste anzeigen mit dazu angekackelt. Das heißt jetzt einfach, ich sehe jetzt da wirklich in die Zimmer detailliert die ganzen Namen zum Beispiel da mit dabei. So wie da Mustermann Maria ist da beim Mustermann Max mit dem Zimmer, wenn ich mir diese Option nochmal ausschalte und das Ganze neu berechnen lasse, dann fehlt einfach diese Information. Dann ist das Ganze nun zusätzlich in Blöcke jetzt da unterteilt. Wir haben einmal die Anreiseinformationen, welche dass man auch da direkt schon in der Ansicht ein- und ausklappen kann. Ich habe die Abreisenden, die ganzen abreisenden Gäste und die Gäste, welche im Haus sein. Genau diese Optionen haben wir ebenfalls da auch links. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich die ganzen Gäste, die wir abreisen, auf dieser Liste gar nicht drauf haben will, schalte man sie da aus und habe jetzt wirklich nur noch die Anreisenden bzw. diese Gäste, die welche im Haus sein. Dann haben wir da noch eine Zimmerwechselfunktion. Würde Zimmer gewechselt werden, wäre das ebenfalls in einem eigenen Block dann ersichtlich. Die freien Zimmer könnte man als separaten Block mit dazu schalten. Ich hätte dann als eigenen Block dann auch die ganzen freien Zimmer, dann meine Anreisenden und dann alle Gäste, die wo im Haus sein. Dann als Zusatzfunktion, um die Geburtstagsliste auch abbilden zu können, gibt es da eine nur Geburtstage-Funktion, welche man einfach wirklich nur die ganzen Gäste, also die Freien schalten wir uns da vielleicht oder nur aus, eine bessere Übersicht haben, dann listet man da im Endeffekt dann die Gäste auf, welche dann auch Geburtstag haben. In meinem Fall jetzt einmal da als Anreise und einmal als im Haus, weil ich denselben Gast in zwei Reservierungen gerade verwende. Dann machen wir vielleicht gerade nochmal die Standardeinstellung von der Liste. Und zwar gibt es dann da, muss man mal ausschalten, und zwar gibt es dann da die Reservierungsbemerkung, welche das immer ein- oder ausschalten kann. Diese erscheint dann einfach zu jeder Reservierung im rechten oberen Bereich. Ich sehe da zum Beispiel jetzt als Reservierungsbemerkung, dass die Gäste erst um 23 Uhr anreisen von dieser Gruppe. Und auch diese Information kann man einfach individuell ein- oder ausschalten. Ansonsten noch weitere Gruppenzusammenfassung drucken, das ist dann wirklich für den Ausdruck dann wichtig. Schauen wir uns dann vielleicht auch auf dem Ausdruck dann an, Seitenumbruch nach jeder Gruppe, das würde einfach bedeuten, eben will alle Anreisenden auf einem Blatt dann zum Beispiel haben und alle Abreisenden sollen dann auf einem eigenen Blatt dann sein und alle im Haus auf einem eigenen Blatt, also wirklich einen kompletten Seitenumbruch soll man das Programm dann da für den Druck dann direkt schon generieren. Dann haben wir verbundene Zimmer, welche das immer noch anzeigen lassen kann. Diese Funktion einfach wirklich für verbundene Zimmer als eigene Option einfach dann mit da. Also wenn wir schon sehen können, es gibt jetzt sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten schon in einer Liste. Wir befinden uns, wie gesagt, immer noch in einer Tagesgästeliste, die man sich aber dementsprechend individuell gestalten kann mit Informationen, welche ein- oder ausgeblendet wurden oder werden, beziehungsweise oben auch die Spalten, das werden wir dann sehen, wo eben steht Statuszimmer, Gast, Geburtstag und so weiter. Da kann man natürlich dann auch Unterschiede treffen und die diversen Informationen weg oder dazugeben und die dann auch schlussendlich dann nach verschiedenen Varianten gruppieren lassen. Genau. Was man da ganz oft einfach im Support auch gehört hat, war die Rateninformation. Viele können dann mit den Kurzbezeichnungen vielleicht nicht viel anfangen. Da hätte man dann aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Langbezeichnungen jetzt wirklich dann auch verwendet. Beziehungsweise könnt ihr auch die Basisrate, welche hinterlegt ist, verwenden. Genau. Und dort steht einfach hinten Übernachtung, Frühstück sozusagen dabei, wo man wirklich genau dann sieht, was hat der Gast für eine Rate. Zu welchem, bei seinem Aufenthalt sozusagen, genau. Genau. Gut, wie kann ich mir die jetzt dann auch noch individuell einfach ein bisschen anpassen? Und zwar, was mir jetzt da zum Beispiel fehlt für die Rezeption, wenn jetzt diese ganzen Rezeptionsbemerkungen, die wo beim Gast hinterlegt sind, was vielleicht auch ganz wichtige Information ist, weil zum Beispiel, wie hat der Gast reserviert, das ist eine Reservierungsart, und war der Gast schon mal bei mir im Haus, und wenn ja, wie oft? Diese Anpassung führen wir jetzt einfach mal auf dieser Tagesgästeliste durch. Das heißt, wir haben da links den Punkt Spalten bearbeiten. Sehe dann einmal meine Standardspalten, welche das schon vordefiniert einfach alle schon ausgewählt sind. Das heißt, das sind genau diese Spalten da oben. Und unten mit zusätzlichen Spaltenzeilen hätte jetzt die Möglichkeit, weitere Informationen mit einzublenden. Das heißt, ich klicke einmal da auf das Plus, sage, ich brauche eine weitere Spalte. Da haben wir jetzt einmal gesagt, wir wollen diese Reservierungsbemerkungen für die Rezeption zum Beispiel mit dabei haben. Das wäre einmal die Reservierungsrezeptionsbemerkung.
beziehungsweise gibt es ja auch beim Gast eine Rezeptionsbemerkung, welche hinterlegt sein kann. Die wählen wir da ebenfalls aus. Dann haben wir gesagt, wir wollen nur wissen, von wo, über was hat der Gast gebucht. Das heißt, das wäre eigentlich unsere Reservierungsart. Die wollen wir mit dabei haben. Und die Anzahl der Besuche, wie oft war der Gast schon bei uns im Haus. Da haben wir da die Besuche und genauso können wir uns das hinterlegen. Wollen wir da hinten nur schauen, es gibt da nur die Einstellungsmöglichkeit als eigene Zeile. Ist diese Option da gesetzt, wird es wirklich dann in der Zeile dann dargestellt. Ist diese Option nicht gesetzt, dann wird es uns rechts oben als eigene Spalte dann dargestellt. Schauen wir uns das Ganze einfach einmal an. Das heißt, wir gehen da auf OK, müssen die Liste natürlich neu berechnen. Wir sehen jetzt einmal, da haben wir zum Beispiel bei dem Mustermann Max eine Rezeptionsbemerkung hinterlegt. Dieser Gast will eigentlich immer das Zimmer 103 und die Rechnung soll immer an die Firma zum Beispiel direkt schon gehen. Ich sehe hinten da die Informationen, wie hat der Gast reserviert, hat er über E-Mail reserviert, hat er über Neckermann zum Beispiel, also über ein Reisebüro reserviert etc. Und über die Besuchespalte sehen wir dann auch, wie oft war zum Beispiel dieser Mustermann Max schon bei uns im Haus, in dem Fall dann 9-mal. Genau diese Informationen werden natürlich dann auch genauso auf den Ausdruck im Endeffekt dann auch dargestellt. Schauen wir uns den Ausdruck einmal an. Natürlich wird es jetzt wahrscheinlich ins Querformat gehen, genau weil natürlich die Information dementsprechend viel ist, was wir jetzt auf der Liste angezeigt bekommen. Das heißt, da geht sie dann automatisch ins Querformat und kann sie dementsprechend dann auch ausdrucken. Genau, also da oben diese Breiten von den ganzen Spalten, auch diese Breiten kann ich mir da unter Spaltenbreite im Endeffekt dann da bearbeiten. Wenn jetzt da sagt, die Besuche hat es mir jetzt da ein bisschen abgeschnitten, wenn ich die zum Beispiel da ein bisschen breiter mache und das Ganze dann nochmals drucke, dann sehen wir, dann ist es nicht mehr abgeschnitten. Also ich kann das alles individuell schön gestalten. Genau. Was natürlich auch möglich ist, jetzt direkt von der Liste, das ist auch ganz eine feine Funktion, also ich kann jetzt direkt von der Liste zum Gast zur Reservierung wechseln. Also man kann auch hier mit der rechten Maustaste draufklicken, kann die Gästekartei öffnen, kann die Reservierung öffnen oder aufs jeweilige Zimmer- oder Gruppenkonto dann wechseln. Also man kann jetzt da wirklich relativ schnell arbeiten, muss jetzt nicht extra wieder im Zimmerplan die Reservierung suchen, sondern kann auch über die Liste sozusagen meine Arbeiten erledigen. Korrekt. Ja, also das war jetzt zum Beispiel eine Liste, welche ich mir jetzt vorbereitet habe, wirklich für unsere Rezeption, für die, wo eben wichtig ist, wo die Rechnung hingehen soll etc. Jetzt kann ich mir das Ganze einmal abspeichern, und zwar die Tagesgästeliste selber. Ich verwende das normale Standardprofil, gehe einfach oben auf Speichern und somit habe ich jetzt dieses Profil genauso abgespeichert. Das heißt, wenn ich die Liste mal kurz schließe und die Liste nochmal neu aufrufe, dann habe ich in diesem Standardprofil genau schon meine Einstellungen für die Rezeption im Endeffekt getroffen. Jetzt brauchen wir zum Beispiel für unser Housekeeping genau dieselbe Liste eigentlich, nur dass wir da natürlich die anderen Informationen, also sprich wirklich die Zimmerinformationen mit drauf haben wollen. Dazu gehe ich einfach her, lasse dieses Profil da geladen, stelle mir einfach das um, das wo dann eben auch anders sein soll. Das heißt, wir hätten einmal da die Reservierungszimmerbemerkung, wo wir drauf haben wollen, die Gastzimmerbemerkung. Ansonsten die restlichen Spalten und so weiter lassen wir im Endeffekt dann gleich. Schauen wir es uns einmal an. Da kommt jetzt raus für unser Housekeeping, dass zum Beispiel der Mustermann Max einen zweiten Kopfpolster benötigt. Und diese Liste kann ich mal als eigenes Profil abspeichern. Das machen wir oben über das weiße Blatt mit dem Speichern-Knopf. Und habe das jetzt da oben als eigene Auswahl im Endeffekt definiert. Genau, und dort ladet er dann einfach die ganzen Einstellungen, was wir vorhin für dieses Profil getroffen haben, dementsprechend auf den Bildschirm. Genau. Gut, was haben wir sonst noch für Gruppierungsmöglichkeiten? Es gibt ganz oben da diese Zeile gruppiert nach. Grundsätzlich sind drei Gruppierungsvarianten insgesamt dann auch möglich. Das heißt, da wollen wir einmal schauen, wir haben jetzt das Ganze zusammengefasst nach Datumtyp und danach haben wir das zusammengefasst nach Gruppennamen.
Will jetzt da zum Beispiel diese obere, also grundsätzlich geht es immer Datum-Typ, weil jetzt in dem Fall zum Beispiel da die Anreise und die Gruppennamen werden dann im Endeffekt wirklich der Gruppenname sowie die Buchung getätigt worden ist. Will jetzt diese Übergruppierung da zum Beispiel wegkommen, dieses Mustermann Max, Huber Rainer etc., diese obere Zeile, dann kann ich mir das oben einfach da entfernen und die Liste wird einfach, sage ich jetzt mal, ein bisschen zusammengefasst dargestellt. In weiterer Folge könnt ihr da auch die Gruppierung zum Beispiel nach Reservierungsart dann noch zusätzlich machen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach da hinten diese Spalte, wenn ich da mit der Maus drauf bleibe und schiebt man das oben da zu der Gruppierung hin, dann gruppiert man das Ganze. Ich sehe jetzt wirklich alle anreisenden Gäste, welche bei E-Mail reserviert haben. Ich sehe alle anreisenden Gäste, welche über das Reisebüro Neckermann zum Beispiel kommen. Ja. Also so hat man diese Gruppiermöglichkeit und natürlich auch die Sortiermöglichkeit, indem man einfach einen Klick zum Beispiel da oben drauf macht. Jetzt hätte zum Beispiel die ganzen vom Neckermann oben und die E-Mail drunter. Also auch die Sortierungsmöglichkeit kann man da individuell einstellen und das Ganze dann natürlich auch wieder im Profil mit abspeichern, indem ich einfach das Ganze entweder ins bestehende Profil speichere oder ein neues Profil im Endeffekt dann auswähle. Ja, liebe Zuseher, wie wir sehen haben können, mit unseren neuen Listen ist man ziemlich flexibel, also kann es wirklich so zusammenstellen, wie man es braucht, wie man sich dann im wie man einfach die Abläufe im Hotel dann auch optimieren kann, wenn jede Abteilung, jede Position im Hotel die richtigen Informationen auf schnellstem Weg erhält und kann somit einfach noch genauer auf die Gastwünsche eingehen und eben die Arbeitsabläufe im Hotel optimieren. Ja. Also auch hier, diese Listen sind natürlich standardmäßig jetzt in der Software dabei. Wer dazu Hilfe braucht, kann uns gerne kontaktieren, kann den Support kontaktieren und kann sich da bei der, auch unterstützen lassen bei der Anlage diverser Profile oder diverser Listenprofile dementsprechend. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank.